So, herzlich willkommen wieder mal zu einem meiner Klugscheißer-Videos. Wie ihr seht, bin ich heute mal weiter draußen. Hier am Trümmergelände beginnt mein Video. Es beinhaltet insgesamt 12 Stationen, über die ich euch heute mitnehmen möchte, nämlich die Bunkertour, der Bunkerrundgang. Wie gesagt, beginnt hier im Trümmergelände und führt uns einmal quer durch Neugablonz. Bevor das Intro kommt, noch ein kleiner dezenter negativer Hinweis. Ich habe versucht, das Ganze mit alten historischen Bildern gedreht, damals vom Bayerischen Rundfunk, irgendwann in den 60er Jahren, zu untermauern. Leider sind wir da die Urheberrechte nicht zugesprochen worden, die wollten da Geld dafür. Finde ich mega schade, dass man sowas nicht unterstützt. Aber jetzt geht's los. Stopp. Erstmal zurück auf Station 1. Denn wer bemerkt hat, wir befinden uns auf Station 8. Wer auch noch gut aufgepasst hat, der hat bemerkt, dass es auf der Liste nur 10 Stationen gibt, ich aber von 12 sprach. Das ist richtig, ich gebe euch nämlich noch 2 Stationen dazu, die überhaupt nicht aufgeführt wurden. Riedelow war die Bezeichnung zweier Lager, die Schießpulver- und Munitionsfabrik der Dynamit AG, DAG, in Kaufbeuren während der Zeit des Nationalsozialismus mit Zwangsarbeitern versorgten. Die beiden Lager hießen Riedelow und Riedelow 2. Riedelow 2 war ein KZ-Außenlager und wurde auch als Riedelow-Teillager oder Lager Steinholz bezeichnet. Riedelow war ein Wohnlager, das direkt von der DAG betrieben wurde. Es existierte von 1939 bis 1945 und befand sich am Südende des DAG-Geländes. Das Lager Riedelow beherbergte die deutschen Beschäftigten der beteiligten Baufirmen während der Bauphase von 1939 bis 1941 und anschließend dienstverpflichtete Reichsdeutsche und nicht-deutsche Zwangsarbeiter, hauptsächlich aus Polen und der Sowjetunion, sowie italienische Militärinternierte von 1941 bis 1945. Am Südwestrand von Mauerstetten-Steinholz, unweit eines Pflegeheims, befindet sich ein Friedhof mit einem Gedenkstein, der an den Tod jüdischer Opfer von Riedelow 2 erinnert. Riedelow 2 war ein Außenlager des KZ Dachau und wurde entsprechend von der SS betrieben. Es existierte vom 20. September 1944 bis zum 8. Januar 1945 und befand sich etwa 2 Kilometer östlich des DAG-Geländes. Das KZ-Außenlager Riedelow 2 war mit dem Ziel der Vernichtung durch Arbeit errichtet worden. Neben 4 Wohnbaracken gab es eine Lagerküche sowie Waschräume und Unterkünfte für das SS-Lagerpersonal. Der Arbeitseinsatz der Häftlinge erfolgte in den nahegelegenen Zündhütchenfabrik der DAG, bei den Waldarbeiten sowie im Straßen- und Gleisbau. Zwischen Herbst 1944 und Januar 1945 kamen dort 472 der etwa 1300 jüdischen KZ-Häftlinge um. Die ursprünglich hauptsächlich aus Polen und Ungarn stammenden und nach überstandener Selektion von Auschwitz nach Kaufbeuren verbracht worden waren. Die Todesursache waren überwiegend Unterernährung und körperliche Schwächen bei gleichzeitig harter körperlicher Arbeit sowie die äußerst grausame Behandlung durch das SS-Lagerpersonal. Station 2, die Hauptwache, der Hauptzugang zur Dynamit Nobel AG. Diese Firma wurde am 21. Juni 1865 gegründet und im Jahre 2004 aufgelöst.
Der Hauptsitz war in Troisdorf. Zwischen 1939 und 1945 war sie in Kaufbeuren-Hart ansässig. Und nach 1945 wurden auf dem Gelände der Dynamit AG und des Lager Riederlos vertriebene Sudetendeutsche aus Gablonz in der Tschechoslowakei angesiedelt. Ihre Siedlung entwickelte sich zu einem der größten Stadtteile Kaufbeurens und wurde später Neugablonz genannt. Neben Neutraubling, Geretsried, Traunreuth und Waldkraiburg ist Neugablonz eine der vertriebenen Städte mit vergleichbarer Kriegs- und Nachkriegsgeschichte. So, einen Bonus habe ich noch, wie schon vorher bei der Hauptwache beschrieben. Das da ist die Nordwache. Die schauen wir uns noch an. Station 3, die Feuerwehr. Zur damaligen Zeit hatte dieses Feuerwehrgerätehaus kein Satteldach, sondern ein Flachdach, welches bepflanzt war. Im Erdgeschoss waren die Geräte und Fahrzeuge untergebracht. Im Obergeschoss Büros und Meldezentrale, Schlafräume für die Feuerwehrler. Schön zu sehen ist auch hier die immer wiederkehrende Gerippebauweise. Rechts der Schlauchturm. Eingesetzt wurde dieses Gerätehaus nach dem Krieg nicht wieder. Hier befinden wir uns an der Station 4. Die Station 4 besteht aus zwei Gebäuden. Das ist einmal der Trocknungsbunker, den wir jetzt im Bild sehen. Der Trocknungsbunker, die sind sehr massiv gebaut worden aus Sicherheitsgründen. Da bei der Trocknung durch Warmluft hier sehr, sehr empfindlich war, Gase erzeugt wurden und natürlich gingen elektrostatische Zündquellen vorgegeben musste, das musste geerdet sein, da durfte nichts passieren. Und es wurden zwei Bunker gebaut, einfach aus den Sicherheitsgründen heraus, nämlich, dass falls einer ausfällt, kann man mit dem zweiten weitermachen. Also man sieht hier schon, wie massiv das Ganze ist und das Ganze natürlich doppelt redundant aufgebaut wurde. Station 5, Betonfahrbahn. Die Betonfahrbahn bestand aus ca. 22 Kilometer Betonplatten, die man hier im Bild recht gut erkennen kann. Die Hauptstraßen waren zweispurig verlegt, sodass Gegenverkehr ermöglicht wurde. Nebenstrecken nur einspurig. Das Ganze natürlich dann so, dass es nicht geradlinig verlief, sodass die Luftaufklärung auch zur damaligen Zeit schon erschwert wurde. So, die Gablonzer waren dann sehr erfinderisch und sparsam und haben aus diesen Fahrbahnplatten, die wir gerade eben gesehen haben, sowas hier gebastelt. Ja, ich zeige euch gleich in Vollansicht. Bemerkenswert ist, es hat zweierlei Fahrbahnplatten gegeben. Einmal hier sieht man eine Fahrbahnplatte ohne Eindunklung und das ist mit Eindunklung, also da sind die oberen 5 cm dunkler und das hat einfach damit zu tun, dass die eingefärbt wurden, um aus der Luft nicht zu, dass sie nicht entdeckt werden konnten. Also hier haben wir nichts anderes als Fahrbahnplatten, die wir gerade eben im Bild gesehen haben. Ja, hier das Ganze nochmal. Hier sieht man hier nochmal die schöne obere Eindunklung, um eben
aus der Luft nicht gesehen zu werden. Und wenn man jetzt mal so alte Straßen rauf und runter schaut, dann findet man diese Platten überall. Hier mal gestrichen, aber das sind sie auch. So, was ihr hier seht, ist einmal diesen Bunker von oben, so wie das früher war. Man sieht das Gras recht gut. Auch das ist heute noch so. Bisschen verwackelt die ganze Geschichte, weil die Drohne ganz starken Wind ausgesetzt war. Jetzt drehen wir uns um. Wir sehen jetzt auf die Straße, die alte Straße, so wie sie übergeblieben ist, von dem rechten Bildschirmrand, wo das silbergraue Auto sieht. Man sieht zu Beginn einen roten gepflasterten Kreis auf der rechten Seite und dort geht die Straße bis nach hinten hin. Wir fliegen ein bisschen weiter rüber und versuchen einen totalen Blick drauf zu kriegen. Jetzt links der Bunker und die Straße im Feld nach hinten. Mal gucken wir mal, ob wir es noch besser hinkriegen. Jetzt sieht man es am besten. Genau. So, jetzt habt ihr die ganze Straße im Blick. Sprich, links der Bunker mit der bewachsenen Dachfläche und jetzt die ganze Straße. Angekommen in der Silberstraße, die Station 6, das sogenannte Chemikalienlager. Hier entdeckt man noch eines der letzten halbwegs original belassenen Bunker- bzw. Produktionsgebäuden von damals. Davon gibt es noch einige, die aber in den Umbauten verschwunden sind und heute noch als Werkstatt oder Garage genutzt werden. An der Station 7 kann man die beiden letzten Lagergebäude sehen. Heute sind Fenster, ja sogar Balkone angebracht. Früher durften diese wohl nicht da gewesen sein. Die markanten Pfeiler der Außenseite und das massive Dach bilden das Grundgerüst des Gebäudes. Dazwischen wurde nur mit Ziegel ausgemauert. Im Falle einer Explosion würden die Ziegel nach außen nachgeben und der Rest relativ unbeschadet stehen bleiben. Man konnte sogar die meisten dieser Ziegel einfach wieder zurückmauern. Solche Maßnahmen waren nötig, da in diesen Hallen Nitrocellulose gelagert wurde. Nitrocellulose ist der Grundbestandteil zur Herstellung von Schwarzpulver. An der Infotafel der Lagerhallen ist mir dieser Satz aufgefallen. Sofort bin ich los. Und tatsächlich findet man ohne Schwierigkeiten diese Balkone. Was heißt, viele dieser heute Mehrfamilienhäuser waren früher Bunker der Dynamit AG. Und nicht nur Balkone sind Anzeichen für die weitere Nutzung von früheren Bunkern. Die Station 8, das Kraftwerk der Fabrik, finden wir auf dem Trümmergelände. Hier steht auch das Infoschild für den gesamten Bunkerrundgang. Auf dem Trümmergelände befinden sich vier Stationen. Der Kohlebunker mit Laufkran, der Wasseraufbereiter, das Turbinenhaus und zuletzt das Schalthaus. Beginnen wir mit 8a, dem Kohlebunker mit Laufkran. Heute zu sehen, und dies auch nur im Herbst und Winter, wegen der Belaubung, sieht man die Reste des Laufkrans. Der Kohlebunker wurde mittels Züge auf zwei Gleisen beliefert
und hier entsprechend entladen. Über dem Kohlebunker wurde das heute gesprengte Kesselhaus mit Brennstoff versorgt. Der Wasseraufbereiter, hier die Station 8B, war ein weiteres wichtiges Glied in der Produktionskette. Wie wir bereits bei Station 4 gehört haben, war eine normale, zur damaligen Zeit Kohleheizung nicht möglich. Alle Gebäude wurden mit einer Fernheizung beheizt. Lange Rohre auf Stützen verbanden das Kraftwerk mit den einzelnen auf dem Gelände befindlichen Gebäuden, um diese mit Dampf und somit mit Wärme zu versorgen. Hier spielte die Qualität des Wassers eine hohe Rolle, da es, um Ablagerungen zu vermeiden, einen Härtegrad von annähernd 0 haben musste. Weitergeflogen zur Station 8C, das Turbinenhaus, heute noch im Volksmund als Panzerhalle bekannt. Hier war damals die Dampfturbine zur Stromerzeugung für die Werksanlage installiert. Schön zu sehen ist hier, wie die Gebäude in die bestehende Vegetation eingefügt wurden und somit die Luftaufklärung erschwert wurde. Heute ist das Trümmergelände nicht nur ein Zeitzeuge der damaligen Pulverfabrik, sondern auch ein Versammlungsort für Eltern und Kinder mit Spielplatz, einem kleinen Atrium und einem Grillplatz sowie der Turbinenhalle, in der hin und wieder kleine Events stattfinden. Und zu guter Letzt Station 8D, hier im Bild, das Schalthaus. Hier wurde die komplette Steuerung der Kraftwerksanlage untergebracht und durch diesen Bunker vor Aufklärung und Zerstörung geschützt. Zwei dieser neuen baugleichen Gebäude sind heute noch erhalten. Dieses hier ist noch ziemlich original. Das zweite befindet sich integriert in die Häuserfront in der Sudetenstraße und beherbergt heute noch ein Restaurant. Da keine Angriffe auf die Anlage dokumentiert wurde, mussten die Luftschutzräume nie wirklich benutzt werden. Diese Fernheizstützen waren zu Hunderten in Neugablonz verbaut. Und auch heute noch findet man ihre Fundamente überall im Neugablonz. Dies ist die letzte übergebliebene. So, Respekt an alle, die bis hierher durchgehalten haben. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist viel länger geworden, als ich gedacht habe. Aber es hat schon Spaß gemacht, auch die ganzen Stationen abzulaufen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Fakten zu dem ganzen Thema, die ich hier im Video gar nicht alle untergebracht habe. Das geht gar nicht, weil dann würde das Ding wahrscheinlich Stunde dauern. Also es gibt noch viel mehr Fakten zu dem Thema während der Kriegsgeschichte, also vor 45, es gibt auch noch viel mehr Fakten und gerade viel mehr Fakten nach 45,
Ich habe mich wirklich beschränkt darauf, einen ganz, ganz engen Zeitraum zu beleuchten. Sprich, nur wirklich die Bunker zu zeigen und nur ganz bedingt Geschichte, die da unbedingt dazugehört. Deswegen hat das Video keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es ist auf gar keinen Fall ein Lehrvideo oder ein Faktencheck-Video oder wie auch immer. Nein, es ist einfach nur für mich ein Video, wo ich einfach Spaß dran gehabt habe, da die ganzen Stationen abzulaufen, da ein bisschen was hier am Computer zusammenzuschneiden und. Mit der Drohne fliegen und so weiter und so fort. Das Ganze hat einfach nur einen Sinn gekriegt. Für mich. Aber wo ich auf alle Fälle Werbung machen möchte, ist, es gibt diese Bunkertour geführt. Die findet, soviel ich weiß, von Mai bis Oktober immer statt. Ohne Corona. geht's dahin? Findet ihr im Internet unter www.kaufbeuren.de, da glaubt Tourismus. Geht's da hin, schaut euch die an, geht's da mit. Ist sehr interessant, da kommen auch viel mehr Fakten, viel mehr Geschichten zu dem Thema der Bunker. Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich, würde mich um einen wohlwollenden Kommentar freuen. Negative Kommentare könnt ihr euch sparen, die will ich gar nicht wissen. Und natürlich ein Abo, damit ich frohe Dinge weitermachen kann. Und jetzt mache ich irgendwas anderes. Tschüss.